Hallo zusammen, ich möchte euch ein wasserspritzfestes und stoßfestes sowie staubdichtes Aluminiumgehäuse von Patuoxum für das Samsung Galaxy Note 3 vorstellen und euch zeigen, was sich im Lieferumfang befindet. Dieses Gehäuse gibt es auch in unterschiedlichen Farben, in Schwarz, in Silber und Weiß könnt ihr es beispielsweise bei Amazon bestellen. Und ich möchte euch einfach mal den Lieferumfang zeigen. So, das Gehäuse kommt in einer ganz einfachen, schlichten Box. Aus dieser Box entnehme ich jetzt das Gehäuse und einen Imbusschlüssel. Dieser wurde ebenfalls mitgeliefert, denn das Gehäuse wird mit Imbusschrauben verschlossen. Dies hier hinter ist natürlich kein echtes Smartphone, sondern das ist ja, eine Art Pappdummy. Und ja, ich zeige euch einfach mal kurz das Gehäuse und dessen Eigenschaften. Wie gesagt, der Rahmen ist komplett aus Alu gefertigt. Auch hinten. Es gibt mehrere Gummiteile, wie zum Beispiel die Rückseite hier ist aus Gummi, sowie die Verschlüsse der Interfaces und zum Beispiel des Stiftes, der Verschluss, sowie auch die Knöpfe, die mechanischen Knöpfe hier an der Seite, der An- und Ausschalter, der ist komplett mit hier in dem Rahmen gearbeitet, sowie auch die Lauter-Leiser-Tasten. Das Gehäuse hat eine eigene Scheibe, über der die Touch-Gesten auch übermittelt werden, so wie hier ein Druckknopf, einen mechanischen Knopf und noch zwei weitere Tasten, wie ihr es auch von eurem Note 3 gewohnt seid. An der Seite ist hier eingraviert Love My. Dies sieht man hier auch auf der Rückseite, dieses Logo. Aussparung natürlich für die Kamera. Wie gesagt, bevor ich das Handy hier einsetzen kann oder das Smartphone hier einsetzen kann, muss ich zuerst die sechs Imbusschrauben lösen mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel. Ich habe noch gar nicht erwähnt, das Erste, was einem auffällt, wenn man dieses Gehäuse aus dem Karton nimmt, ist das hohe Gewicht. Dieses Gehäuse wiegt 222 Gramm. So viel wiegt circa das Smartphone auch. Und dann kommt nochmal dasselbe Gewicht nochmal obendrauf. Nachdem ich die Schrauben gelöst habe, kann ich die Scheibe mit den Tasten entnehmen. Hier sehe ich auch den Dummy, den kann ich hier entnehmen. Und schon erwartet einem nette Mitgebsel, wie zum Beispiel zwei Ersatzschrauben, ein Reinigungstuch, feuchtes Reinigungstuch, ein Mikrofasertuch ebenfalls mit dem Logo. Ein weiterer Imbusschlüssel.
mit dem Logo und auch einem Loch. Das könnte man sich theoretisch an den Schlüsselbund hängen. So wie eine Handschlaufe. Das ist noch festgeklebt. Diese Handschlaufe kann man auch an dem Gehäuse befestigen. Dann nehme ich hier den Schaumstoff auch raus und schon habe ich Platz für das Smartphone. Der mittlere Teil, also das Gehäuse besteht aus drei Teilen. Das ist einmal die Oberseite mit einem Aluminium, aus Aluminium und der Scheibe, sowie die Rückseite aus Aluminium und in der Mitte die Gummischicht, die das Ganze auch abdichtet und vor Spritzwasser schützt. So, jetzt kann das Note 3 eingesetzt werden. Ich suche es eben mal. Da ist es. Ich befreie es mal von der alten Schutzhülle. Das kann jetzt hier einfach eingesetzt werden. Darauf achten, dass ihr das auch richtig rum einsetzt. Das könnt ihr am besten über die Kameraaussparung. Die muss natürlich an der richtigen Stelle sitzen. Hier sieht man auch richtig, wie sich das Gummi um das Smartphone legt und perfekt passt. Jetzt kann die Scheibe oder die Oberseite aufgesetzt werden. Achtet unbedingt darauf, dass ihr vorher mit den mitgelieferten Reinigungshilfsmitteln, wie zum Beispiel das Mikrofasertuch und den Feuchtreiniger, sag ich mal, mit dem feuchten Tuch nochmal über das Display geht, um auch wirklich das Display vor Staub und Touchern zu befreien. So. Da ist noch ein Fussel drauf. So. Und jetzt könnt ihr das Gehäuse schließen und mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel wieder zudrehen. So, habt ihr das gemacht? Ist euer Smartphone jetzt staub- und spritzwasser- und stoßfest? Wie gesagt, was einem auffällt, ist jetzt das hohe Gewicht. Mit Smartphone wiegt das Ganze nun ca. 390 Gramm und das ist schon recht heftig. Die Bedienung funktioniert wie gewohnt. Ihr habt hier eine mechanische Taste und die kapazitiven Knöpfe zurück und Menü. Dies funktioniert wunderbar. Und auch die Touch-Gesten funktionieren über den zusätzlichen über die zusätzliche Scheibe sehr gut, also sehr präzise. Man merkt gar nicht, dass da eine Scheibe vor ist. Es fühlt sich wirklich so an, als würde man die Scheibe des Smartphones berühren oder das Glas. Des Weiteren natürlich die Knöpfe an der Seite.
Anknopf drücke ich jetzt hier mit dem Zeigefinger ein, ganz leicht, und er reagiert. Und auch die Seitentasten, man hört sie klicken, dass diese dann auch ohne Probleme bedient werden können. Die USB-Schnittstelle über die Lasche. Und der Stift ist dann über die andere Gummilasche erreichbar. Könnt ihr einfach rausziehen und so habt ihr Zugriff auf den Stift. Den Smart Pen heißt er, glaube ich. Des Weiteren hat das Gehäuse hier oben eine Lasche. Könnt ihr so rausziehen. Hierüber ist der Klinken Stecker einsetzbar. Das Ganze haben die Entwickler sich sehr gut ausgedacht, denn durch diesen Hebel, der nicht zurückfedert, wie zum Beispiel diese Gummi Stöpsel, ist natürlich gesichert, dass das Kabel ohne Probleme da bei Benutzung, dass es dann auch stecken bleibt und nicht durch das Gummi dann noch verschoben wird oder ähnliches. Ist das Ganze geschlossen, ist das Gehäuse jetzt Stoß, Staub und Wasser geschützt, Spritzwasser geschützt. Zeige es euch nochmal. Hier auch noch die Beschriftung USB. Sind jetzt ein paar Toucher von mir drauf. Das ist klar, das sieht man aber bei der Bedienung natürlich nicht. Wo ich mir dieses Gehäuse auf jeden Fall sehr gut vorstellen kann, ist beispielsweise im Lager. Dort werden ja die Tablets teilweise jetzt auch schon eingesetzt oder Smartphones, um Lagerbestände oder auch die Lagerplätze zu verwalten. Und da kann es des häufig, das, kann es des Öfteren mal passieren, dass das Gerät aus den Händen fällt und mit dieser Schutzhülle ist das Handy dann sehr gut geschützt. Oder auch natürlich auf Wandertouren oder ähnliches. Alle weiteren Informationen findet ihr auch auf meinem Blog in der Beschreibung des Videos findet ihr die Links, auch den Link zum Amazon-Artikel, wo ihr dieses Gehäuse kaufen könnt. Das Gehäuse ist derzeit im Angebot für 23,99 € mit kostenloser Lieferung und ich finde, zu dem Preis hat man auf jeden Fall ein gut verarbeitetes und sehr robustes Gehäuse.